Deep into that darkness peering, long I stood there, wondering, fearing, doubting. Hallo Menschen und Machinisten, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Eternal Darkness Sanity's Requiem für den Nintendo GameCube. In der letzten Aufnahmesession haben wir, glaube ich, Karims Kapitel abgeschlossen. Ganz genau. Haben einen neuen Zauber erlernt, nämlich Erholung. Den wollen wir uns doch mal anschauen. Erholung können wir auf zwei Arten sprechen. Einmal in Chaturga-Ausrichtung, was uns die Gesundheit regeneriert, und einmal Blau für die Mana, also Uliof-Ausrichtung, was unsere Magie heilt. Allerdings ist dieser Zauber ja zu 66% oder zu 75% nützlich, denn Uliof-Zauber, der ist vollkommen sinnlos. Denn so viel, wie wir jetzt, sag ich mal, verlieren, so viel machen wir auch wieder gut. Sprich, der Zauber kostet, sagen wir mal, 20% vom Mana und regeneriert auch wieder 20% vom Mana. Ich zeig's mal ganz kurz noch einmal. Der Zauber ist also demnach sinnlos. So. Dann wollen wir aber mal uns mit dem nächsten Kapitel beschäftigen. Das lauernde Grauen. Soll Alex es nun lesen? Diese Kapitelseite. Na klar. I will not argue that I was shocked by the sudden mention of one of my ancestors, the distinguished Dr. Maximilian Roivas. It chilled me to my bones. Where had this ancient book come from? How had my ancestor stumbled upon it? I feverishly began to read more, eager to learn his story. It seems that Maximilian had inherited his father's mansion, just as I had. Alone since the death of his wife, and since his children had their own adult lives, he explored the house to discover his family roots. It has been 2 weeks since the death of my father, and it has finally come to me to look over the mansion. Now, I am truly alone, and forced to start a new life here in Rhode Island. I intend to make the mansion mine, and live in it as my forefathers have, to continue the family tradition. The mansion has its secrets, I'm sure, and in my time here, I have to make them mine. Na wunderbar. Und damit spielen wir Maximilian Roivas, der übrigens ein Arzt ist, ein reicher Arzt, wohl bemerkt. Gut, hier gibt es nichts. Aber hier. Eine kleine Sammlung der medizinischen Aufzeichnungen, Referenzen und Berichte von Maximilian. So, Maximilian Roivas Kapitel ist ein bisschen blöd, weil er zählt zu einer der nicht ganz, sag ich mal, von der Fitness her, und er kann deswegen nur langsam rennen. Aber hier auf dem Tisch nehmen wir Steinschlosspistolenmunition. Und das ist leider die Waffe, mit der wir uns lieb vornehmen müssen. Mit einer Steinschlosspistole. Hier haben wir ein medizinisches Journal, das wir mal prüfen. Maximilians medizinisches Journal. Hier werden medizinische Notizen und Autopsien eingetragen. Das ist das Geile an diesem Kapitel. Der Schreibtisch ist übersät mit Notizen und Verfügungen. Die meisten Sachen haben mit dem Angelegenheiten der Rivers Anwesens zu tun. Das Geile an diesem Kapitel ist, wir können hier Autopsien durchführen. Das kommt aber noch. Ach, sieh mal einer an.
Gut, Buntglas, das ist... Ein Buntglas in... Na, ein Buntglasfenster in strahlend schönen Farben und Zeichen meisterhafter Handwerkskunst. Aber etwas an ihm ist merkwürdig. Vielleicht sind es die eigenartigen Details in seiner Form und seinem Motiv. Möglich. So, dann gehen wir mal hier rein. Die Tür zum Zimmer der Bediensteten ist fest verschlossen. Trotzdem beschleicht Maximilian ein ungutes Gefühl. Er spürt, dass eine unheilvolle Präsenz hinter der Tür lauert und seine Nackenhaare sich sträuben. So, was haben wir hier? Ach, diverse Bilder, die wir uns ansehen können. Oh, was haben wir hier? Huch, ein Bediensteter. Der Bedienstete ist mit seiner Arbeit beschäftigt. Hier finden wir Standschlosspistolenmunition. Und eine hochmoderne Toilette im Inneren des Hauses. Poliertes Teakholz und Mahagonifurnier. So etwas muss man mal gesehen und erfahren haben. Zu dieser Zeit ist es, glaube ich, wirklich Luxus, so einen Donnerbalken zu Hause zu haben. Weil früher ist man ja rausgegangen aufs Abordhäuschen. Huch. Und noch mehr Steinschlosspistolenmunition, die werden wir auch gut gebrauchen. So, was haben wir hier? Auf dem Nachttisch liegt ein geöffneter Brief. Maximilian hat einen Brief gefunden. Den lesen wir auch gleich mal. Erstmal will ich mich noch ein bisschen umsehen und finden hier einen Kodex. Am Kaminsims befindet sich eine Steintafel, auf der ein seltsames Piktogramm eingraviert ist. Vermutlich käme eine Interpretation zu keinem angenehmeren Schluss. Redgomore Area. Oder Area, also Areal. So, der Bedienstete. Der Bedienstete murmelt etwas in sein Bart, nicht an, dass Max in seiner Nähe befindet. Boah, das Deutsch heute lässt bei mir echt nach, ne? Nochmal, der Bedienstete murmelt etwas in sein Bart, nicht ahnend, dass Max sich in seiner Nähe befindet. Er scheint verzweifelt über sein Schicksal zu sein, das ihm ein Leben voller Arbeit beschert. Och, was haben große Häuser so an sich? Was haben wir hier? Eine Badewanne. Eigentlich müsste, glaube ich, noch Badezubern. Glaube ich, damals noch. Der Hit sein. Der Spiegel reflektiert das düstere Bild eines Franken Maximilians. Sein Gesicht zeigt deutliche Spuren durchwachter Nächte. Seine Augen haben den Ausdruck eines immer seltsamer werdenden Mannes. So. Gehen wir mal. Ist auch eine Bedienstete. Vielleicht können wir mit ihr reden. Während sie ihrer Arbeit nachgeht, plaudert sie über die Zimmertemperatur. Nachdem er Maximilian höflich begrüßt hat, kehrt der Bedienstete zu seinen Aufgaben zurück. Oi, schickes Esszimmer. Kennen wir ja noch, bloß ohne Flügel. Der Bedienstete erkundigt sich nach Maximilians Wünschen. Hinter dem Bild ist eine Inschrift zu lesen. Bereitet Dunkelheit ihre Flügel vor dem größten Widersacher meines Meisters Uliaf aus, so wird der Pfad der Wahrheit sich öffnen. Da lassen wir mal die Finger noch davon. Denn wir schauen uns das mal noch weiter um. Gehen mal hier in die Küche und finden den nächsten Kodex.
Gegenüber steht eine steinerne Tafel, die scheinbar nicht zum Raum zu gehören scheint. Xelotaph. Na, wirst du Bescheid, was man hier bekommt. Oh, noch mehr Steinschlosspistolen, Munition. Sehr schön. Können wir mit ihr quatschen? Ja, können wir. Mit einem freundlichen Lächeln fragt sie Maximilian, ob er Appetit habe, dass sie ihm ein herzhaftes Mahl für den Abend zubereiten werde. Lecker. Ein Kamin für ein behagliches Feuer ist der Blickfang der Küche. Er verleiht dem spartanisch wirkenden Raum nachts eine warme Atmosphäre. Während sie ihrer Pflicht nachgeht, macht die Bedienstete wie zufällig Bemerkungen über das seltsame Klima, das in der Luft hängt. Maximilian hat das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt. Warum sollte sie sonst so etwas sagen? Hier haben wir übrigens... Aha! Auf einem Fass in der Speisekammer liegt ein Pumpenschwengel. Wie kommt er hierher? Und wir finden noch einen Pumpenschwengel, den wir mitnehmen. Und jetzt gehen wir mal raus. Huch. Das kalte Mondlicht bahnt sich seinen Weg durch die verschmutzten Fenster. Obwohl die Bediensteten das Haus jeden Tag putzen, scheint es nie richtig sauber zu sein. So als sei die Natur des Hauses an sich befleckt. Oh. Oh ja, wenn ihr wüsstet. Auf dem Tisch liegt ein Brief. Den nehmen wir auch mal mit. Und es gibt keine Bücherei. Und hier finden wir Steinschlosspistolen, Munition. Das nächste, was wir hier finden, die Illustration zeigt eine Sammlung seltsamer Zeichen, die zyklisch zueinander angebracht sind. Scheinbar haben sie eine Bedeutung, welche aber auf den ersten Blick nicht erkennbar ist. Und hier... An der Wand hängt ein Ölgemälde, welches das Foyer des Anwesens darstellt. Max wundert sich, wieso der Künstler einerseits in einem klaren, realistischen und detailreichen Stil gemalt, andererseits aber einen Teil des Foyers falsch dargestellt hat. Ja, weil das... eine Tür und hier ist aber ein Zeichen von Uliov. Die Wand ist mit einem farbigen, dreieckigen Symbol gekennzeichnet. Obwohl Maximilian dieses besondere Zeichen schon oft gesehen hat, so entzieht sich ihm doch seine Bedeutung. So, und jetzt lesen wir mal erstmal Brief Nummer 1. Ein Brief in ausgefeilten Worten und Schönschrift geschrieben. Mein Freund, bei der Antiquität, nach der du dich erkundigt hast, handelt es sich tatsächlich um das Tome of Eternal Darkness oder eine Kopie davon. Aber mir ergeht es so wie vielen Gelehrten vor mir. Ich bin nicht in der Lage, das Buch zu lesen, so bleiben mir seine Geheimnisse verschlossen. Ich bin mir aber sicher, in den falschen Händen wäre es eine furchtbare Waffe. Doch im Schutze dieses uneinnehmbaren Anwesens ist es sicher aufgehoben. Versuche den Inhalt zu entschlüsseln. Aber hüte dich vor seiner Magie. Sie ist eine grausame Lehrerin. Aaron Rivers. Ein weiterer Vorfahr wahrscheinlich der Rivers-Familie. Und Brief Nummer 2. Ein Brief in Panik geschrieben und mit Tintenklecksen übersät. Mein Freund, dieses Anwesen wurde von den Alten aufgegeben. Trotzdem fürchte ich um meine sterbliche Seele und werde es nicht wieder betreten. Ich rate dir, es ebenfalls zu verlassen. Nimm das Buch mit. Es ist ein mächtigeres Werkzeug, als du glauben magst, und wird die Kräfte zu unseren Gunst lenken. A. Rivers. Damit hätten wir also, sagen wir mal, das düstere Geheimnis des Anwesens. Eines von vielen Porträts der Mitglieder der Familie Rivers. Manche sind einfache Skizzen, manche sind verschwenderisch anmutende Ölgemälde. Aber egal wie man sie betrachtet, ihre Präsenz wirkt beklemmend. Von den Alten aufgegeben. Das ist... So, und jetzt kümmern wir uns um das Rätsel. Vor dem größten Widersacher meines Meisters Uliov. Das müsste eigentlich Xelotaph sein. Weil Xelotaph gebietet über Uliov
Ulyov gebietet über Chaturga und Chaturga gebietet über Xelotaph und Mantarok das außerhalb Geheimgang betreten. Oh! Eine alte Steinschlosspistole liegt auf einem Board, welches an der Wand befestigt ist. Und Maximilian hat eine weitere Steinschlosspistole an sich genommen. Jetzt können wir mit zwei Steinschlosspistolen ran. Was richtig gut ist. Und wir haben 30 Schuss, 32 also insgesamt. Hier haben wir das Tome of Eternal Darkness. Hier haben wir einen Zauber. Eine alte Pergamentrolle liegt auf einem von Staub überzogenen Bücherstapel. Sie ist mit seltsamen Diagrammen und Schriftzügen bedeckt. Maximilian hat den Spruch Erkennen erhalten. Und hier an der Wand hängt ein mit Ornamenten überzogener Säbel. Und Maximilian hat einen Säbel erhalten. Und da wechsle ich doch gerne darauf. So. Und jetzt? Nicht eingebettet in etwas, das Ähnlichkeit mit einer lederhautartigen Hand hat, sondern inmitten der Papiere auf dem Schreibtisch liegt ein in Leder gebundenes Buch. Soll Maximilian das Buch an sich nehmen? Na klar. Und Maximilian hat das Tome of Eternal Darkness erhalten. Als Max das Tome of Eternal Darkness hochhebt, fällt ein Brief heraus. Geschickt fängt Max den Brief auf, bevor er auf den Boden fallen kann. Und ein Ulyov-Grauen wurde auf einmal beschworen. Jetzt haben wir ein kleines Zeitproblemchen, aber noch nicht ganz. Erst wenn wir rausgehen. Wir wollen möglichst viele Bedienstete retten. Ein Brief in fast unleserlicher Handschrift geschrieben. Mein Freund, genau wie ich es vermutet habe, liegen die Ruinen von Engar, die zerstörte Nekropole, tief unterhalb des Anwesens. Die verdammten Diener von Ulyov sind mir so nah, dass ich sie wispern hören kann. Im Boot ist ein geheimer Zugang eingelassen, durch den wir Einlass in die Stadt haben. Ich flehe dich an, nimm ein paar Männer zur Hilfe und versiegle den Zugang. Oder besser noch, zerstöre den verfluchten Ort. Ich habe etwas versteckt, das dir weiterhelfen wird. Es befindet sich auf höherem Niveau. Schaue ins Licht und du wirst es finden. Ich wollte, ich könnte an deiner Stelle sein, aber mein Zustand verschlimmert sich mit jedem Tag und ich weiß, dass mir nur noch wenig Zeit bleibt. A.R. Super, wir haben das Tome of Eternal Darkness, wir haben Zugriff auf unsere Zauber. Heißt also, magisches Item, sprechen wir in Ulyov, komm, warum nicht? Dieses Item ist jetzt magisch. Geheimbank betreten. Ja. Und jetzt greifen uns zum Teil Bedienstete an. Hopp, hopp. Und. Autopsie durchführen. Fabulous. So. Huch. Oh, Entschuldigung. Ja, jetzt haben wir die Autopsie an einem Ulyov-Letterer vorgenommen. Es tut mir wirklich leid, dass ich das weggedrückt habe. Aber glaub mir, das wollt ihr nicht lesen, weil das ist so unglaublich falsch geschrieben. So, wir haben Cinema und wir haben die Autopsie. Ulyov-Letterer. Mit der Durchtrennung ihres Genicks wird die Kreatur sofort getötet. Diese Kreatur schützt sich durch das Tragen menschlicher Haut. Analyse des Ulyov-Fletterers. Oder Bone Thief. So. Dann wollen wir auch unseren Verstand auffüllen. Oh oh. Trapper. Ja, super. Noch ein Bone Thief. Gut. Oh oh.
der ist im Rage-Mode, der Trapper.